Ob du auf deiner Tour so einen Rucksack brauchst, so einen, vielleicht aber auch so einen, tja, das weiß ich leider auch nicht. Aber ich kann dir dabei helfen, herauszufinden, was für einen Rucksack du mitbrauchst bei deiner nächsten Tour. Es gibt unzählige Arten von Rucksäcken und es ist eigentlich meistens eine Wissenschaft für sich. Es gibt für Sommer verschiedene Rucksäcke, aber auch für den Winter. Für bestimmte Rucksäcke schau dir meinen Teil 2 an. Da geht es vor allen Dingen um verschiedene Arten von Rucksäcken und wohin sie mitgenommen werden wollen. Im heutigen Video reden wir über die Basics, was ein Rucksack haben kann und was nicht und welche Features sinnvoll sind und welche du vielleicht brauchen kannst. Starten wir mit der Größe. Die Rückenplatte eines Rucksacks sollte nicht länger sein als dein Rücken, denn der Rucksack sollte gut an der Hüfte am Hüftknochen aufliegen und oben an den Schultern enden. Manche Rückenplatten erlauben es aber, verstellt zu werden. Zum Beispiel Loewe Alpin bietet an, dass man die Rückenplatte entweder verlängern oder verkürzen kann. Somit passt diese Rückenplatte auf jeden Rücken. Bezüglich des Tragekomforts kann ich dir den Tipp mitgeben, dass du auf jeden Fall auf das Gewicht achten solltest. Kleine Rucksäcke wollen auch nicht sehr schwer beladen werden. Aber wenn du im Geschäft testen möchtest, wie der Rucksack am Rücken passt, dann solltest du vielleicht etwas Gepäck mitnehmen, das heißt eine Jacke und Wasserflaschen. Pack die Sachen einfach in den Rucksack und häng ihn dir um. Wenn du dann merkst, dass er irgendwo Druckstellen erzeugt, sofort runter. Das ist nicht der perfekte Rucksack für dich. Bevor wir ins Detail gehen, nochmal eine grundsätzliche Information. Viele Rucksäcke bieten unzählige Einstellungsmöglichkeiten, das heißt, du kannst den Rucksack so anpassen, wie er für dich komfortabel ist. Oftmals überfordern diese Einstellungen auch, weil es unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Dazu gibt es aber ein eigenes Video bald auf meinem Kanal, in dem ich dir zeige, wie du den Rucksack richtig einstellst, damit er für dich perfekt passt. Der erste Punkt auf meiner Liste sind die Stockhalterungen. Stöcke führen die meisten Wanderer mit sich mit und sie müssen irgendwo verstaut werden, vor allen Dingen, während man gerade die Hände braucht oder Kletterpassagen vor sich hat. Dabei können Stöcke in gewissen Halterungen für Stöcke montiert werden, die bei manchen Rucksäcken dabei sind und bei manchen nicht. Manche Rucksäcke bieten die Möglichkeit, die Stöcke an der Seite außen zu befestigen. Doch aufgepasst, denn wenn ihr Stöcke an der Seite befestigt, fällt damit auch eine Trinkflaschenhalterung weg. Das heißt, es könnte dazu führen, dass euer Rucksack einseitig hängt. Ausgleichen könnt ihr das nur, indem ihr auf der anderen Seite eine Trinkflasche befestigt oder eben die Stöcke auf jeweils einer Seite aufteilt. Kommen wir zum nächsten Feature einiger Rucksäcke. Bei vielen Rucksäcken gibt es eine Pickelbefestigung. Vor allen Dingen bei Gletschertouren bietet es sich an, diese Pickelbefestigung zu nutzen. Entweder bevor ihr auf den Gletscher kommt oder nachdem ihr auf dem Gletscher wart, könnt ihr den Pickel dort sicher verstauen. Es ist nichts schlimmer, als den Pickel am Gletscher zu verlieren, weil er nicht gut fixiert ist. Viele Rucksäcke bieten daher sichere Tragesysteme für den Pickel an der Außenwand an. Die Befestigung des Pickels kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Bei diesem Loewe Alpin Rucksack beispielsweise gibt es unten eine Schlaufe, in der der Pickel eingehängt wird und oben wird er über ein flexibles Band befestigt. Manche Hersteller bieten euch an, dass ihr auch Ski oder das Snowboard am Rucksack befestigen könnt, entweder diagonal über die Vorderseite oder an den Seiten. Dadurch verliert ihr aber auch wieder Trinkflaschenplätze. Das ist im Prinzip nicht schlimm, denn die Trinkflaschen sollten bei eisigen Temperaturen ohnehin im Inneren des Rucksacks aufbewahrt werden. Besonders dankbar über die Snowboard- oder Skibefestigung werdet ihr sein, wenn es vor allen Dingen bei Skitouren wieder zu eisigen Passagen kommt und ihr dann Pickel und Steigeisen auspacken müsst. Wenn man dann die Ski nicht auf der Schulter tragen muss, ist man ewig dankbar. Ein Netz an der Vorderseite deines Rucksacks kann ein hilfreiches Feature sein. Zum Beispiel kannst du den Helm darin verstauen und damit viel Platz im Inneren des Rucksacks sparen. Oder du befestigst die Steigeisen darin und hast so immer einen schnellen Zugriff darauf, falls du auf langen Gletschertouren immer wieder die Steigeisen an- und ablegen musst. Außerdem bleiben dir ansonsten auch viele weitere Einsatzmöglichkeiten für das Netz, indem du zum Beispiel Kleidung oder Notfallausrüstung hineinpackst und damit schnell Zugriff darauf hast. Aber Vorsicht, als Kletterrucksack würde ich einen Rucksack mit Netz an der Vorderseite nicht verwenden. Vor allem besteht das Risiko darin, dass man damit irgendwo hängen bleibt, zum Beispiel in Kaminklettereien, entweder an Felsvorsprüngen oder an anderen Karabinern. Wenn du deinen Rucksack vielseitig einsetzen willst und damit auch mal länger unterwegs bist, dann sind Erweiterungen für dich interessant. In der Regel gibt es Erweiterungen bei Trekking-Rucksäcken, aber auch schon Tagestour-Rucksäcke haben Erweiterungen inkludiert. Vor allem betrifft das meistens so um die 10 bis 15 Liter. Es ist meistens eine nach innen gestülpte doppelte Wand, die man bei Bedarf nach außen stülpen kann, den Deckel verlängern kann und dann anwenden kann. Einziger kleiner Nachteil an Erweiterungen ist eigentlich, dass es zusätzliches Gewicht ist und außerdem manchmal auch im Weg sein kann und stört.
kommen wir zu Begriffen, die eigentlich in jeder Rucksackbeschreibung stehen. Begriffe wie Toploader, Frontloader oder Sideloader. Was ist das eigentlich? Der Toploader ist eigentlich jeder Rucksack. Jeder Rucksack, der von oben eine Öffnung hat, in die man hineingreifen kann, ist ein Toploader. Sideloader sind vor allen Dingen zusätzliche Möglichkeiten, in den Rucksack einzugreifen. Das ist besonders dann praktisch, wenn man sehr viel im Rucksack hat und an untere Gegenstände greifen möchte. Dann muss man nicht den gesamten Rucksack ausräumen, sondern kann einfach von der Seite hineingreifen. Besonders bei Tracking-Rucksäcken hat sich mittlerweile auch der Frontloader durchgesetzt. Es ist auch ein Zusatz zum Toploader, aber vor allen Dingen ist es für das erste Packen super, einen Frontloader zu haben. Man öffnet den Hauptdeckel auf der Vorderseite und kann dann große Gegenstände gleich von Anfang an ohne großartiges Stopfen weit unten platzieren. Das hilft einem vor allen Dingen aber auch wieder beim Ausladen, wenn man abends das Zelt oder den Schlafsack braucht. Dann muss man nicht den gesamten Rucksack ausräumen, sondern kann einfach über den Frontloader wieder zugreifen und die großen Gegenstände oder auch sperrige Gegenstände wieder rausholen. Jetzt noch ein kleiner Einschub zum Thema Reißverschluss. Wenn ich durchs Geschäft laufe, sehe ich immer mehr Rucksäcke, die keinen Deckel mehr haben, so wie es früher eigentlich typisch war, sondern immer mehr Reißverschluss. Das ist interessant, denn Reißverschlüsse bieten eigentlich einige Nachteile, über die man so im ersten Moment gar nicht nachdenkt. Der Reißverschluss zum Beispiel bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor Feuchtigkeit oder auch Nässe. Denn wenn es regnet, ist der Reißverschluss auf einen externen Regenschutz angewiesen, während es bei Deckelkonstruktionen oftmals wasserfeste Deckel gibt. Natürlich hat man dafür auch schon einige Lösungsansätze gefunden, aber die Betonung liegt auf Ansätze. Denn zum Beispiel eine Gummilippe über dem Reißverschluss, welche vor Nässe schützen soll, schützt eben auch nur bedingt, denn irgendwo muss die Öffnung für den Reißverschluss ja sein. Ein weiterer Nachteil des Reißverschlusses ist es, dass ich den Reißverschlussrucksack nicht so gut stopfen kann. Denn ein Deckel, der lässt mir Spielraum, um ihn richtig voll zu stopfen und dann noch irgendwie zu verschließen. Der Rucksack mit dem Reißverschluss hat seine Grenzen. Wenn er zugeht, geht er zu. Wenn er nicht zugeht, dann eben nicht. Ein weiterer Grund, warum ich kein Freund vom Reißverschlussrucksack bin, ist die Tatsache, dass man eigentlich nichts zusätzlich befestigen kann. Bei einem normalen Toploader-Rucksack kann ich unter dem Deckel ein Kleidungsstück, zum Beispiel meine Regenjacke, befestigen, solange ich sie nicht brauche. Beim Reißverschlussrucksack geht das leider nicht. Die Thematik Trinkblasen oder Trinkflaschen oder verschiedene Subarten von Trinkblasen ist eine eigene Wissenschaft für sich. Dazu wird es auch noch ein eigenes Video geben. Aber in Bezug auf die Rucksäcke kann ich dir sagen, wenn du dir jemals ein Trinkblasensystem zulegen willst oder schon eins hast, dann achtest du bitte bei der Wahl deines Rucksacks darauf, dass du eben auch ein entsprechendes Fach dafür hast und einen Ausgang für den Schlauch. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Trinkblase im Rucksack dann kaputt geht. Manche Rucksäcke bieten dir auch noch kleine Zusatzfeatures. Sie sind vielleicht nicht den Aufpreis wert, aber sie sind einfach ein nice to have. Wie zum Beispiel eine Anleitung fürs Notfallmanagement in der Innenseite des Deckels. Oder auch zum Beispiel eine Signalpfeife am Brustgurt. Das sind Dinge, die man nur im Notfall braucht, aber sie sind einfach schön, wenn sie am Rucksack schon dran sind. Egal um welchen Rucksack es für dich geht, wenn er größer als 10 oder maximal 15 Liter ist, sollte er auch einen Hüftgurt besitzen. Und dieser Hüftgurt sollte bequem sein, denn in der Regel liegt auf ihm das meiste Gewicht. Achte darauf, dass dein Rucksack einen Hüftgurt hat. Falls er ein kleiner Rucksack sein sollte, ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber auch nur dann, wenn du weißt, dass der Rucksack nicht mit schweren Gegenständen beladen wird. Mit dem Regenschutz ist es auch so eine Sache bei Rucksäcken. Da gibt es die einen, die sagen, ja, ein Regenschutz, das ist etwas, was ich extra im Rucksack dabei habe. Andere hassen es und wollen lieber einen integrierten Regenschutz. Beide Seiten haben Argumente für sich, aber schauen wir uns zuerst einmal den integrierten Regenschutz an. Der integrierte Regenschutz bietet natürlich den Vorteil, dass er nicht vergessen werden kann. Aber das Problem ist auch, dass er nicht vergessen werden kann. Das heißt, ich kann ihn auch nicht zu Hause lassen. Somit habe ich ihn auch immer dann dabei, wenn die Sonne scheint und wenn es keinen einzigen Regentropfen gibt. Manche Rucksäcke bieten keinen integrierten Regenschutz, da bist du ohnehin darauf angewiesen, extra einen mitzunehmen. Gleichzeitig ist das Gewicht auch das größte Gegenargument gegen einen integrierten Regenschutz. Denn wenn ich ihn nicht brauche, dann ist der Regenschutz doch eher schwer. Und vor allen Dingen, wenn ich ultralight unterwegs sein möchte, stört er eigentlich nur. Deshalb, es gibt ein Für und Wider. Und das perfekte Mittelding bieten manche Hersteller, indem sie einen integrierten Regenschutz haben, dieser aber entweder abgeklippt oder per ZIP-System irgendwie abgenommen werden kann und dann trotzdem zu Hause gelassen werden kann, falls das Wetter mitspielt.
Selten aber doch gibt es mittlerweile auch Rucksäcke im Angebot, die von Haus aus wetterfest sind und keinen Regenschutz brauchen. Da musst du dich aber gut informieren, denn wenn dein Rucksack nicht wetterfest sein sollte und du keinen Regenschutz dabei hast, könnte es sein, dass dein gesamter Inhalt nass wird. Wie du siehst, gibt es eine unzählige Auswahl an Features und Gadgets, die ein Rucksack mitbringen kann. Aber nicht alle kannst du auch brauchen. Überlege zuerst, was du vorhast und entscheide dann, was für Features für dich denn tatsächlich sinnvoll sind. Denn einerseits sind sie tatsächlich meistens auch eine Frage des Gewichts, aber vor allen Dingen eine Frage des Geldes. Viele Features kosten auch viel Geld. Wenn du immer noch nicht so ganz genau weißt, was für ein Rucksack bei deiner nächsten Tour dabei sein soll, dann schau dir Teil 2 an. Da werden wir nämlich die verschiedenen Volumengrößen und Arten von Rucksäcken besprechen. Denn jetzt haben wir uns nur auf die Features konzentriert. Im nächsten Video geht es dann tatsächlich um die einzelnen Arten von Rucksäcken. Manche Rucksäcke sind geeignet für vieles und manche Rucksäcke eher für wenig. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Vorstellung all dieser Features etwas Hilfreiches mitgeben. Falls es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht auch ein Abo. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in Teil 2 oder in einem anderen der vielzähligen Videos.